Also, was war's? 944? 944 8185. 944 8185. Und? Tada! Jetzt müssen wir hier nur noch ein Rätselobjekt lösen. Hier fehlt auch noch nur noch eines. Dann haben wir hier das Ohr. Und hier das Kinn. Und dann? Ich bin Freya, die Göttin des Krieges. Einige meiner Sachen sind verschwunden. Bring sie mir, dann belohne ich dich. Hier dein Schild. Und hier dein großes Schwert. Das hast du wirklich verdient. Hier nimm es, hoffentlich nützt es dir. Toll, ich habe das erste Teil der Zeitbombe gesammelt. Fehlt hier noch was? Ach ja, den Strick. Hier können wir auf alle Fälle erstmal die Schweinchen abgeben. Ich habe alles hier erledigt. Jetzt sollte ich den Rest der Zeitzone erkunden. Ja, hier fehlen mir noch zwei Teile. Und das hier wird nicht als das fehlende Teil anerkannt. Und dieser Knoten, wo war der Knoten? Wenn ich immer so lange brauche, dann schaffe ich tatsächlich 8 Folgen. Oder 10. Nein, 10 Folgen habe ich gemeint. Gut, dass ich mich doch noch entschlossen habe, dieses Let's Play aufzunehmen. Bevor ich das den Monatsplan für Januar veröffentliche. Hat den Knoten jemand gesehen? Hier drin war nichts mehr. Doch. Da unten lag der Knoten. Oh Mann. Jetzt brauchen wir noch. Nein, okay, das war tatsächlich nicht hier. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass dieses Teil noch irgendwo hier draußen war. Aber wo war es? Wo war es? Bin ich blöd? Ach, da hinten, boah. Manche Sachen sind echt so mies versteckt. Ich habe alles hier erledigt. Jetzt sollte ich den Rest der Zeitzone erkunden. Hier gibt es noch ein Seil her. Ich habe alles erledigt hier. Ich habe alles hier erledigt. Jetzt sollte ich den Rest der Zeitzone erkunden. Und jetzt noch Halskette. Prima, ich habe alle Suchobjekte dieser Zeitzone zurückgebracht und ein Artefakt erhalten. Die Vase aus der Antike. Ich bin in dieser Zeitzone fertig und kann zur nächsten reisen. Schwups. ...1789 nach Christus. Französische Revolution. Ein sehr beliebtes Thema für Computerspiele. Komischerweise.
Es ist mir doch tatsächlich gerade Gesprächsstoff ausgegangen. Lesen wir mal die Inschrift. Ich sehe Buchstaben, aber sie scheinen spiegelverkehrt zu sein. Hätte ich eine reflektierende Fläche, könnte ich die als Spiegel benutzen und die Inschrift lesen. Hier brauchen wir noch einen Apfel. Aber alles finden wir hier auch nicht. Wenn wir nämlich mit dem Gefängniswärter sprechen, sagt er uns Folgendes. Ihr dürft nicht durch. Ich würde meine Stelle verlieren und meine Familie würde verhungern. Wenn ihr mir aber etwas bringt, das meiner Familie hilft, wäre es mir egal, ob ich meine Stelle verliere, wenn ihr versteht. Ja, dann werden wir doch mal so etwas aufdrehen, aber ich glaube, der Buchrücken war dann nicht hier noch irgendwas. Ja, genau, da war noch der Buchrücken. Wir gehen mal auf der Karte in den Laden und sprechen mit dem Ladenbesitzer. Ich habe eine schöne Auswahl an Waren, nicht wahr? Ein Schmuckstück des Königs wäre jedoch ein echter Gewinn für meine Sammlung. Wenn ihr mir etwas bringt, gebe ich euch etwas Wertvolles dafür. Ja, hier ist mal Schirm und Kerzen sammeln. Denn die besten Wimmelbilder sind immer noch die, die sich auf ein Bild begrenzen. Oder beschränken, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man es betrachtet. Haben wir noch die zwei Ringhälften? So einmal hier und wo war die andere? Da oben war noch ein Teil der Maske. Ein Viertel brauchen wir noch. Ah, wo war die andere Hälfte? Entschuldigt, aber ich stehe wieder auf dem Schlauch. Gehen wir in die Straße oder ja, auf die Straße. Aber eigentlich gehen wir tatsächlich mehr in die Straße. Und er wollte mir doch tatsächlich gerade die Schallplatte nicht geben. Dem fehlt noch der Apfel, den haben wir noch nicht. Ja. Damit hätten wir schon das erste Rätselobjekt. Nein, was war's? Das erste Suchobjekt. Wollen wir noch ein paar Teile der CD? Da ist noch etwas. Ja. Und noch ein paar Teile des Schlüssels. Zwei, um genau zu sein. Nein, nur noch eins. Der Schlüssel hat's. Dahin ist mal die CD. Das wäre nämlich dann auch die reflektierende Fläche, die wir an der Bastille brauchen. Jetzt kann ich den Text lesen. Eine seltsame Geschichte. Ich schreibe sie besser auf. Vielleicht hat sie ja einen tieferen Sinn, den ich noch nicht verstehe.
Das Märchen vom Zinnsoldaten. Stolz stand der Zinnsoldat neben dem goldenen Pferd und dem silbernen Löwen. Er wachte über die schöne junge Dame in ihrem roten Kleid. Er verliebte sich in sie, doch sie schenkte ihm keinerlei Beachtung. Aber er hoffte, dass einst der Tag kommen würde, an dem er ein General mit vielen Orden wäre. Vielleicht wäre er dann würdig genug und sie würde sagen, ich liebe dich und gebe dir diese Blumen als Zeichen ewiger Liebe. Bis dahin, so dachte er, schütze ich dich mit meinem Leben. Vielleicht finden wir noch ein paar Teile. Weil es fehlt doch noch einiges. Zum Beispiel dieses, genau. Fehlen noch zwei Apfelteile, fehlt noch ein Apfelteil. Dann haben wir den Schirm für die junge Dame. Dann brauchen wir noch die zwei Buchhälften. Und natürlich diese... Was war das? Sein Kopf, oder? Nein, nur eine Perücke. Naja, dann gehen wir mal ins Schloss und besuchen Ludwig den 16. Oh mein Gott, die Revolutionäre kommen hierher. Ich muss fliehen. Bitte helft mir. Bitte helft mir. Bringt mir eine Verkleidung und ich belohne euch mit Gold. Ach genau, in diesem Bild. Marquis mit Glatze. Und es ist nicht der Marquis de Sage. Nein. Denn der gehört zu einem anderen Adventure. Hier fehlt auf alle Fälle jetzt der Globus im Globus. Ohne der Globus kein Globus wäre. Den Mixer haben wir nun auch hier. Gibt es noch ein paar Propellerteile? Das hier war, glaube ich, noch etwas, oder? Auch nicht? Ich muss die Figuren in der richtigen Reihenfolge anordnen. Das hat bestimmt etwas mit der Geschichte in meinem Notizbuch zu tun. Was war das? Zinnsoldat? Stolz stand der Zinnsoldat neben dem goldenen Pferd und dem silbernen Löwen. So? Okay, dann wahrscheinlich so. Hä, war doch. Stolz stand der Zinnsoldat neben dem goldenen Pferd und dem silbernen Löwen. Er wachte über die schöne junge Dame in ihrem roten Kleid. Bis er Ohren hätte, würde er ihr diese Blumen schenken. Jetzt habe ich aber den Schlüssel noch nicht. Mist. Mist, 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 Mist. Müssen wir eben doch noch den Schlüsselhals finden, den man hier gar nicht gut sieht. Oder vielleicht doch. Nur ich sehe ihn wieder nicht. Aber für solch faule Leute wie mich gibt es einen Tipp.
Und wir haben den Schlüssel zusammen so. Dann kann ich mich hier nämlich schon mal aufschließen. Und in den geheimen Raum im Keller. Hier gibt es nämlich auch ein paar Teile. Aber hier brauchen wir erst noch ein Bild, das wir noch nicht haben, und überspringen können wir es noch nicht. So, jetzt brauchen wir noch den oberen Teil der Krone. Krönchen, Krönchen, darum haben wir einen anderen Teil des Propellers. Fehlt uns noch ein Teil der Münze, wie ich sehe. Und der ganze Türknauf noch. Ja, ja, die Animation kommt immer. Genau, die Kerzenhalterung. Zack. Wo war der Teil der Krone? Da oben hat sich mal noch das Stück Geld versteckt. Ich brauche ja die Krone, um den Teil der, um das Teil der Maske zu kriegen, um ja, den König wegzulocken. Oder rauszulocken oder was auch immer. Der ganze Türknauf fehlt noch. Da oben war zum Glück mal was. Hier noch was? Auch nicht. Aber das hier scheint noch etwas zu sein. Dann fehlt nur der Teil in der Mitte. Mitte, 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 Mitte. Und der obere Teil der Krone natürlich. Da hinten haben wir auf jeden Fall mal den Türknauf. Okay, es befindet sich irgendwo hier unten. Oder hier noch gar nicht.